So, ihr Lieben, wir befinden uns immer noch in Frankreich auf dem Platz. Wir sind gerade aufgestanden, trinken erstmal einen leckeren Kaffee und genießen das Wetter. Wir haben heute richtig geilen Sonnenschein. Es ist richtig warm, ich habe T-Shirt an. Und wir werden heute den Tag noch hier verbringen. Wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich mit Sicherheit. Nachher geht die Drohne noch hoch. Ja, wie gesagt, jetzt trinken wir erstmal schönen Kaffee. Oh, ist das geil. Richtig schönes Wetter. Wow. Ich sag mal, bis später. So, wir laufen jetzt am Strand lang Richtung Sette, heißt das? Sette, Richtung Sette. Mal schauen, wie weit wir kommen. Es sind 7 Kilometer ungefähr, aber wirklich sehr schönes Wetter. Ja, und da wollen wir hinlaufen. Boah, sonnig.
Also direkt am Wasser bzw. am Strand lang, an der Düne lang, führt ein Weg zwischen Sette und Albe. Akte. Zwischen Sette und Akte. Also von unserem Stellplatz aus sind es nach Sette 6 Kilometer. Da laufen wir gerade hin in die Richtung. Und in die andere Richtung, nach Akte, waren es glaube 10 Kilometer. Aber sieht man jetzt eh nicht. Nur für die, die es interessiert. Die hier mal vielleicht mit dem Fahrrad fahren wollten. Ich hatte erst überlegt, die Fahrräder jetzt wieder abzumachen, mit den Fahrrädern zu fahren. Aber nee, wir laufen mal. Das tut uns ja auch ganz gut. Jetzt an einer schönen Bar hier bei Sette. Haben vor uns das Meer, die Sonne, trinken jetzt lecker was. Ja, und das ist eine schöne Bar am Strand, wirklich top, empfehlenswert. Daumen hoch, würde ich sagen. Wir sind jetzt in Sette. So ein bisschen in die Stadt rein. Haben immer noch Sonnenschein, blauer Himmel, echt geiles Wetter. Das Meer im Hintergrund. Jetzt machen wir mal einfach in Richtung Stadt ein bisschen rein. Ah, ich sehe gerade, da stehen schon mal Schiffchen, ein kleiner Hafen. Alles klar, die hast du ja überall. Das ist ein kleiner Hafen, wirklich traumhaft. Ich nehme die Kamera mal ein bisschen als Schattenspender. Wir sind jetzt 6 Kilometer in die Stadt gelaufen und laufen jetzt 6 Kilometer wieder zurück. Als kleinen Tipp, hier gibt es keine Taxis. Hier gibt es so einen Bus, der fährt stündlich und der fährt auch nicht irgendwo zwischendurch, hält er nicht, der fährt nur in die nächste Stadt. Also hat man auch nichts gewonnen. Das heißt, wir laufen heute gut, ja, alles zusammen 20 Kilometer, oder? Ja, 18 mindestens. Aber zum Glück bei schönstem Sonnenschein. Die Stadt ist schon weit weg hinter uns, aber die Hälfte haben wir noch nicht mal. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir wieder bei Fräulein Meier sind. So ist das halt. Die E-Bikes haben wir dabei. Hätte man ja nur mal vom Träger runternehmen brauchen und dann hätte man fahren können. War ich zu faul. Naja, das habe ich jetzt davon. Ja, Schatzi, laufen wir weiter, wa? So sieht's aus. Bis später. Saturday.
So, guten Morgen, ihr Lieben. Wir sitzen schon wieder im Auto. Meine Frau kriegt gerade bezahlen. Mein Schatzi, mal gucken, wie viel es wird. Das sagen wir euch dann später. Jo, und jetzt geht's erstmal so ein bisschen Richtung Heimat. Wir fahren von Frankreich los. Mal gucken, welche Richtung. Ob wir über die Schweiz fahren, wissen wir alles noch nicht so genau. Wahrscheinlich kommen wir noch ein bisschen in den Schnee. Und ja, dann war es bald auch wieder gewesen mit dem Urlaub. Dann sage ich mal, bis später. Bis dahin, wir hören uns. Also wir sind jetzt oder fahren Richtung Niles. Und leider ist die Osmo kaputt gegangen. Die DJI Osmo Action Cam. Deswegen nehme ich jetzt die Sony. Bisschen blöd an der Fahrt, aber geht auch. Ja, wie gesagt, wir fahren Richtung Niles. Wir sind runtergefahren. Aua. Von der Autobahn, ein kurzes Stück Autobahn nur gefahren. Und jetzt fahren wir wieder ein bisschen durch die Städte durch. Ein bisschen so der Sonne entgegen. Und schau, wo wir schlafen. Irgendwo heute noch. Oder durchfahren. Und wir brauchen definitiv noch eine End- und Versorgungsstation. Aber da gibt es nicht viel hier, habe ich gesehen. Da sind wir jetzt schon am Suchen. Naja. Dann sag ich mal, bis später. So, wir haben jetzt was gefunden zum End- und Versorgen. Und zwar Area Camping Car heißt es hier. In Remoulins. Ja, so ein kleiner Platz, hier hinten stehen ein paar Camper. Und hier draußen ist die End- und Versorgung. Da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt bezahlen. Weil wir brauchen Frischwasser, ich habe auch keinen Bock, jetzt einen Schlauch rauszuholen. Müssen wir alles mit der Kanne machen. Naja. Nix. Man muss irgendwie eine Karte holen, die kriegt man hier aber gar nicht. Das heißt, wir konnten jetzt nur die Kassette leer machen, aber kein Wasser. Wir konnten die Kassette auch nicht reinigen, nix, gar nichts, nur leer machen und das war's. Und halt das Grauwasser ablassen, aber mehr auch nicht. Wir fahren jetzt weiter Richtung Lyon auf der Autobahn und da finden wir bestimmt eine ordentliche Entsorgungsstation, wo wir dann nochmal Frischwasser tanken können für die Nacht. Bis später! Und dann fahren wir circa noch eine Stunde, da haben wir schon einen öffentlichen Stellplatz gefunden mit Weihnachtsmarkt. Da bleibt man dann heute Nacht noch stehen und ja, morgen geht es dann nach Hause und ich denke mal, auf dem Platz nachher wird dieses Video auch von unserem Urlaub enden. So ihr Lieben, wir haben jetzt Platz gefunden. Hier in Burg, wie es heißt. Da hinten ist eine End- und Versorgung, aber die lässt echt zu wünschen über, nicht empfehlenswert. Aber wie gesagt, das ist hier umsonst. Man bezahlt nichts auf dem Platz. Ist mitten in der Stadt. Spielt gerade Frankreich gegen Argentinien. Also es könnte laut werden. Da bin ich mal gespannt. Weil Argentinien führt momentan 1-0. Und jo. Hier bleibt man heute noch. Und morgen früh geht es dann los nach Deutschland, nach Hause. In die Heimat. Bis dahin. Haut rein.